Ah, und wieder. Oh, nochmal und. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge der FIFA 21 Torwartspielerkarriere. Mein Name ist Jan und was ein Auftakt wir hier in die neue Saison hatten beim neuen Verein. Das ist ja unglaublich. Unglaublich wird es jetzt auch hier. Unser Gegner ist erstmal im ersten Gruppenphasenspiel ziemlich unglaublich. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ja, wir haben noch weitere Themen hier auf unserer Liste, die uns jetzt alle zusammen erwarten werden in dieser Folge. Molde gegen Leipzig. Für diejenigen, die Molde nicht kennen, ist ein Verein aus Norwegen, der Ex-Club von Haaland. Wir sind ja im Jahr 2023, 2024 und dort haben sie sich scheinbar ja, für die Champions League qualifiziert. Also, keine Ahnung, was wir hier erwarten sollen gegen die, aber ich würde nur sagen, wir sind Favorit. Wobei, damit müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe das Ganze nämlich jetzt auch von Legende auf Ultimativ, also auf den höchsten Schwierigkeitsgrad hochgestellt. Klar, immer noch mit den Torwart-Einstellungen immer noch individuell angepasst. Aber ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt hier auf Next Gen verhaltet. Ja, what, den habe ich? Das war ja... Wollen wir machen? Natürlich steht in dieser Folge auch noch viel mehr auf dem Plan als jetzt dieses Champions League Spiel. Das ist wichtig, das ist der Auftakt, das müssen wir schaffen. Aber wir haben eine Siegesserie in der Bundesliga. 4 Spiele bis jetzt gespielt, alle 4 gewonnen. Traumhaft das Ganze. Und das wollen wir jetzt auch fortführen in dieser Folge. Also große Ziele, die wir uns wieder hier gesteckt haben. Oh, das ist schön gespielt. Das ist schön und das ist das 1:0. 31. Spielminute. Yes. So darf's laufen. Ah, und wieder. Oh, nochmal und. Jawohl. Alter, was geht hier ab? Also das. Leipzig im großen Glück. Das kann man so, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich auch gut gehalten. Also gar keine riesige Parade wieder. Ja, wir brauchen noch ein bisschen ja, mehr als dieses eine Tor. Auf jeden Fall, Molde macht Druck auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir uns ja auch hier in der Champions League große Ziele gesetzt. Wir wollen ja auf Platz 1 auch weiterkommen und auch mal endlich die erste K.O.-Phase dann dementsprechend das Achtelfinale auch überstehen. Jetzt ist erstmal Halbzeit, 1:0. Ach du heilige Scheiße, die nächste Parade. Was ist denn hier in dem Spiel los? Oh, das sehe ich schon. Oh, was sind das hier für Bälle, die ich hier in diesem Spiel halte? Das ist ja unglaublich. Also, ja, ein Tor von Leipzig wäre aber auch nochmal schön. Und ja, irgendwann fällt es dann halt tatsächlich und es ist nicht abseits. Man kann nicht alles halten. 1:1. Und das ist halt jetzt wirklich ärgerlich, weil es halt tatsächlich halt der Ausgleich ist. Jetzt, jetzt. Er kommt nicht mehr hin. Och, das. Was? Doch? Was ist da passiert? Egal. Tor. Yes. Die Wiederholung. Ah, der Torwart hat wahrscheinlich nicht ganz durchgezogen, weil er keinen Elfmeter verursachen wollte. Richtig großes Glück. Führung. Spiel vorbei. Oh, einmal durchatmen. 2:1 gewonnen. Spieltag Nummer 5. Wir sind auf Platz 1. Bremen auf Platz 8. Die Siegesserie können wir fortsetzen. Und außerdem wird mit diesem Spiel hier auch ja, die Nordduelle eingeläutet, beziehungsweise so ein bisschen auch weitergeführt. Also wir haben in der letzten Folge, Ende letzte Folge gegen Wolfsburg gespielt in der Bundesliga, jetzt gegen Bremen und danach gegen Hamburg. Alles drei Mannschaften aus dem, ja, hohen Norden, kann man schon fast sagen. Wolfsburg nicht ganz, aber ja, deswegen, ich bin gespannt, ob wir das gegen alle drei packen können. Und dementsprechend natürlich auch unsere Siegesserie fortsetzen. Also Daumen gedrückt. Ich fieber mit auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Auch eine interessante Information in der letzten Saison. Oh ja, interessant. Auch
nicht dieses Tor. Schade. In der letzten Saison haben wir mit Dortmund auch einmal gegen Bremen spielen dürfen und haben das Ganze 3:0 in Dortmund mit Dortmund gewonnen. Mal schauen, wie es hier ausschaut. Oh ja, abseits. Glück gehabt. Aufpassen, geblockt. Ist ja auch eine schöne Parade geworden. Aber gut, so ist Ecke. Ja, das ist jetzt meiner. Ist auch wichtig, da ein bisschen auch immer wieder so ein bisschen offensiv zu agieren. Ja, ja, jawohl. Das ist das 1:0 zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Knapp und kurz vor der Halbzeit die Führung erzielt. Yes! Und da ist der Pfiff. Pausentee. Auch wenn man das relativ schlecht sehen kann, guckt euch mal die Ausdauer unserer Spieler an. Also das sind ja 3-4 Spieler, die ja gar nichts mehr haben und der Rest auch nicht viel, außer Brandt und ich. Und die Möglichkeit zum 2:0 wird genutzt. Yes, jetzt ist das Ganze in den richtigen Bahnen. So soll es sein. Und womöglich, da müssen wir noch abwarten, 30 Minuten, womöglich unser zweites Spiel im Leipzig-Trikot zu null. Hoffentlich. Ja, den Ball mit abfangen, wichtig. Habe ich gemacht. Aufpassen, jawohl. Ich dachte schon, ja, Jinx, ne? Es ist gleich immer Tor, aber nein, meiner. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Und das ist das 3:0. 79. Spielminute. Nice. Aber die großen Mannschaften, die sind auch noch nicht auf uns zugekommen. Wobei die Tabelle auch ein ganz spannendes Ding ist. Sind gar nicht die Namen vielleicht oben, das ist ganz am Anfang der Saison, die man aber sonst oben erwarten würde. Jawohl, 3:0 gewonnen. Guckt euch das auch an, das ist richtig heftig. Das ist die Aufstellung, mit der wir jetzt gleich gegen Hamburg spielen. Minus 15 da im Mittelfeld, Brandt minus 27. Das kann doch bei beiden Spielern eigentlich, das kann ja nur ein Bug sein. Willkommen im Volkspark, auch dazu habe ich gleich noch eine interessante Statistik, aber erstmal zu gerade, hatte ich ja erwähnt, 3:0 BVB gegen Bremen und wir haben das tatsächlich auch gerade genau so nochmal geschafft, 3:0. Hamburg hat uns in der letzten Saison mit Dortmund aus dem Pokal rausgehauen und dafür wollen wir uns jetzt hier in diesem Spiel revanchieren. Außerdem die Tabellensituation hier mal eingeblendet, sehr interessant. Hamburg auf Platz 12, wir auf Platz 1 und Bayern München mit 5 Unentschieden aus 5 Spielen auf Platz 11. Also ja, reine Wahnsinn das Ganze hier. Und wie gesagt, das Nord... Die Nordphase hier in der Fußball-Bundesliga geht weiter, können wir abschließen jetzt hier. Danach geht es nach Düsseldorf, aber erstmal AC Mailand in der nächsten Folge auch wieder am Start. Gruppenphase Champions League, also Schlag auf Schlag hier die ganz großen Spiele, Siegesserie hier immer noch. Also wir fiebern hier was ganz Großem entgegen, der reine Wahnsinn. Ja, gefährlich, meiner, wichtig. Jetzt gerade bin ich auf jeden Fall hier gerade, ja klar, ich meine, es dauert immer so ein paar Spiele, bis man bei einem neuen Team reinkommt. Hier wollen wir auch die ganze Saison verbringen, ja, jetzt nicht so wie bei den letzten beiden Mannschaften, eine ganze Saison jetzt mal. Und es klappt ja auch super, wir haben uns eingespielt, es ist ein Traum jetzt gerade. Oh, jetzt gibt es, glaube ich, Elfmeter und zwar für uns, für Leipzig. In der 34. Spielminute. Wird noch diskutiert, wir sehen es hier. Ah, ich glaube, Handspiel pfeift er da. Handspiel im Elfmeterraum, im 16er natürlich. Das ist Elfmeter. Jetzt einmal durchatmen, Leute. Daumen sind gedrückt. Meine sind es auf jeden Fall. Oh, 1:0. Keine Glanzleistung, aber auch der Nachschuss zählt natürlich. Führung. Ich gucke hier gerade mal auf den Spielplan noch mit dazu. Und wirklich die großen Mannschaften, die kommen erst am
Ende der Hinrunde. Also die Tabelle ist immer so ein bisschen so eine Sache. Also wie gut kann man sich da vergleichen? Ich glaube, es ist ein ganz schwieriges Thema diese Saison. Halbzeit, wir führen mit 1:0. Oh, der ist frei und der Schuss ist geblockt. Oh, hoch den Ball und hinein ins Tor, 1:1. Ey, wie unglücklich der Ball sich da über das Bein dreht. Seht ihr das? Das ist nicht mal, also höchstens ein Zentimeter. Das gibt's doch nicht. Richtig knapp, aber richtig knapp ist trotzdem ein Tor. Das ist ja das Blöde an der Geschichte. Aber ist ja noch Zeit da, um das Ganze rumzureißen wieder. Siegesserie fortsetzen, das ist das Thema. Und ja, da wird sogar noch abgepfiffen. Ich hätte den Ball mir auch selber gerne geschnappt. Ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, ob da noch wer anders dran war, weil er so durchgerutscht ist. Ja, da bin ich wieder vorne mit dabei und es ist zwar wieder abseits, aber ich hätte den Ball auch pariert. Oh, die stehen aber wirklich ganz dolle. Zu dritt im Abseits. Das ist ja der Wahnsinn, was hier Leipzig mit der Abseitsfalle. Oh, das ist eine schöne Parade, ist das. Aber ey, die wollen das Spiel sogar gewinnen. Der ist da frei. Das hat man doch so vorher schon gesehen. Und zum Glück ist das aber ein ganz schlechter Schuss gewesen. Ja, hier wird schon angezeigt. RB Leipzig gegen Mailand, das ganze Erstspiel für die nächste Folge. Ach, Tung, hey. Also, da hätte ich jetzt nochmal hinterher rennen müssen. Nee, also da, ich dachte auch schon wieder da Ecke, aber nein, keine Ecke. 83. Spielminute. Momentan Hamburg besser. Ja, das ist mein Ball, wichtig. Aber scheinbar reißt die Siegesserie jetzt leider. Jeden Moment müsste der Pfiff kommen. Da ist er immerhin noch weiter ungeschlagen. 1:1. In der nächsten Folge geht es schon direkt weiter mit wichtigen weiteren Spielen. Mailand, das wichtigste Spiel in der Champions League Gruppenphasenspiele, wartet auf uns direkt zu Beginn. Dann geht es natürlich weiter in der Bundesliga. Immerhin die Ungeschlagen-Serie quasi können wir auch noch weiter fortsetzen. Waren jetzt in der Bundesliga 5 Spiele in Folge siegreich, sogar mit Leipzig noch mehr, wenn man jetzt zum Beispiel Champions League mit dazu zählt. Also der Wahnsinn war schon erfolgreich. Mal gucken, wie es weitergeht. Das Ganze dann in der nächsten Folge, Leute. Abonniert noch, um ja, das Ganze nicht weiter zu verpassen. Und dann sehen wir uns am Mittwoch um 17:30 Uhr. Haut rein, Leute. Ciao.